BW1 mit den Nachrichten aus Bundesland und Landeshauptstadt. Herzlich willkommen. Stellen Sie sich vor, Sie wohnen im 8. Stock und der Aufzug ist außer Betrieb. Der einzige Weg nach unten ist also Treppenlaufen. Für die 83-jährige Katrin Bindemann ist das aber nicht möglich. Die frühere Besitzerin des Metzinger Keramikateliers sitzt, seitdem sie 13 Jahre alt ist, wegen Kinderlähmung im Rollstuhl. Damit sie ihre Wohnung trotzdem verlassen kann, kam am Samstag die Höhenrettungsgruppe der Feuerwehr Reutlingen und half ihr zurück auf den Boden. Die Reutlinger Humboldtstraße. Hier oben im 8. Stock, direkt unterm Dach, wohnt Katrin Bindemann. Um sie aus ihrer Wohnung zu holen, rückte am Samstagmorgen die Höhenrettungsgruppe der Reutlinger Feuerwehr aus. Die Rollstuhlfahrerin ist in ihrer Wohnung gefangen, weil die Aufzüge im Gebäude 6 Wochen lang saniert werden. Sie über das Treppenhaus herunterzutragen, ist aus gesundheitlichen Gründen auch nicht möglich. Deswegen kommt jetzt die Feuerwehr mit besonderer Ausrüstung zur Hilfe. Wenn Personen auf Erdgleiche müssen und praktisch schonend wie möglich runterkommen müssen, benutzen wir eigentlich immer den Kran und die Krankanzel, weil das einfach am schonendsten ist. Nachdem der Kran die Rettungskanzel aufs Dach gezogen hat, ging es für die Feuerwehr weiter zur Wohnung der 83-Jährigen. Von dort aus haben die Feuerwehrmänner Katrin Bindemann die letzten Stufen bis zum Dach hinaufgetragen. Danach galt es noch, die Seniorin durch eine enge Dachluke zu befördern. Auf dem Dach angekommen, wurde sie von der Feuerwehr direkt in die Rettungskanzel gebracht und ausreichend gesichert, damit sie auch heil unten ankommt. Kurz darauf ging es auch schon los und die Kanzel setzt sich in Bewegung. Bis zu 40 Meter hoch schwebt sie in der Luft. Höhenangst hat die Seniorin keine. Stattdessen zeigt sie sich gut gelaunt und unterhielt sich vergnügt mit den Feuerwehrmännern. Schon nach wenigen Minuten war der Boden nicht mehr weit entfernt. Und dann war es schließlich soweit. Die Kanzel ist sicher unten angekommen. Heraus kommt eine freudestrahlende Katrin Bindemann, die jetzt endlich wieder festen Boden unter den Füßen hat. Das war also so ruhig und ich war ganz überrascht, dass das so schnell gegangen ist. Plötzlich waren wir schon unten. Also es war ein ganz ruhiges Gleiten. Überhaupt keine Bewegung, gar nichts. Das war wirklich so angenehm und ich wurde ja auch gut betreut. Ja. Bereits seit 3 Wochen saß die 83-Jährige in ihrer Wohnung fest. Länger hätte sie es nicht mehr ausgehalten. Das war ganz schlimm und also die Ängste haben sich von Tag zu Tag eben auch gesteigert, weil Sie müssen sich vorstellen, Sie sind in der Wohnung und wissen, wenn jetzt irgendwie Feuer, wenn es brennt oder kriegen sie einen Herzinfarkt oder was, sie können nichts tun, sie können nicht abgeholt werden oder schon abgeholt, aber das ist alles ein Zeitaufwand. Organisiert hat die ganze Aktion Gabriele Janz. Die Grünen Stadträtin ist eine langjährige Bekannte von Katrin Bindemann. Da bin ich mit der GWG ins Gespräch gegangen. Und mit der Feuerwehr, um abzuklären, ob man das nicht eben über eine, der Rettung kann man ja nicht sagen, aber ein Runterholen durch die Feuerwehr möglich machen kann. Und das hat dann so geklappt, weil die Feuerwehr wirklich sich da groß engagiert hat und die GWG sich auch darauf eingelassen hat. Am Ende zeigte sich nicht nur Katrin Bindemann, sondern auch die Feuerwehr mit dem Einsatz zufrieden. Der Einsatz ist unsererseits sehr gut gelaufen. Zügig, sicher und ruhig. Und das ist für uns immer ganz arg wichtig. Jetzt geht die 83-Jährige in den Urlaub nach Frankreich, ins Hotel von Freunden. Dort wird sie die restliche Zeit, in der der Aufzug gesperrt ist, verbringen. Am Ende drückte Katrin Bindemann ihren Dank gegenüber der Feuerwehr aus. Auch ihr Partner sowie Nachbarn und Freunde hätten sie immer unterstützt. Und dafür werde sie für immer dankbar sein. Soweit die BW1-Nachrichten für heute. Jeden Tag das Wichtigste aus Bundesland und Landeshauptstadt. Unsere Nachrichten noch einmal zum Nachlesen und weitere News aus aller Welt finden Sie auf unserer Website unter www.bw1.de.